Nächster Handelstag und auch heute hallo und herzlich willkommen zum nächsten Technical Trading, das ich in Kooperation mit Arriva präsentiere. Mein Name ist René Wolfram von realmoneytrader.com und wir haben heute einen Abstecher in den Bereich der Indizes. Wir sind ja in der Wochenmitte jetzt oder steuern auf die Wochenmitte zu und haben zudem ein sehr seltenes Signal im DAX, was wir besprechen wollen, aber natürlich zuvor wie immer der Blick auf die rechtlichen Hinweise, die natürlich auch heute gelten. In der Trader-Ausbildung zeigen wir ein Setup, was ich schon sehr lange nutze, eine Logik, die ich schon sehr lange nutze und die auch wirklich über Dekaden sehr stabil läuft, und zwar eine Konterlogik. Dabei ist es so, dass wir mit einem Abweichungswert, mit einem nominalen Abweichungswert vom Monatseröffnungskurs arbeiten. Und hier ist es so, dass wir jetzt für diesen Monat, für den Februar, natürlich gerade auch durch die Entwicklung der letzten Tage, haben wir eine Abweichung, die deutlich stärker als 1000 Punkte reicht oder deutlich stärker als 1000 Punkte vom Monatseröffnungskurs war. Und das ist immer der Trigger sozusagen für den ersten Long-Einstieg. Es gibt zwei Einstiege. Wir splitten quasi die Einstiege bei dieser Strategie. Einen Teil nehmen wir hier heute rein und der zweite Teil würde dann, sollte der Markt nochmal etwas zurückkommen oder deutlicher zurückkommen, würde dann reingenommen werden, weil eben wir diese Situation, wenn wir so starke Abweichungen haben vom Monatsöffnungskurs, das sind in der Regel Paniksituationen, kurzweilige Sell-Offs oder auch kurzweilige Spikes nach oben, und die werden recht zuverlässig gekontert. Und dementsprechend ist hier also aktuell ein Long-Setup gegeben. Das mag mit Sicherheit nicht immer leicht fallen in so einer Situation, wenn man dann auch mitbekommt, was da jetzt so gerade alles in der Welt passiert. Aber es ist nun mal halt Business, und ja, wer damit halt nicht umgehen kann, ist vielleicht an der Börse nicht ganz so richtig aufgehoben. So ist es nun mal. Man muss dann, wenn man die größte Angst hat, halt auch die Setups durchziehen. Wenn jemand das nicht macht, dann muss er eben andere Ansätze fahren. Aber es ist nun mal so, wenn die Signale auftreten, egal wodurch ausgelöst, dann muss ich sie handeln, weil die persönliche Einschätzung, wie sich jetzt Märkte entwickeln, vom Bauchgefühl her, die ist ja oftmals dann doch fehlgeleitet, hat man eigentlich vielleicht auch gestern gesehen. Im Prinzip, als es dann die richtig schlechten Nachrichten gab, gab es einen kurzen Absacker und danach haben sich die Märkte erstmal erholt. Das war zwar möglicherweise nur temporär, aber auch da hätte wahrscheinlich der ein oder andere erwartet, dass es direkt richtig runterknallt. Also insofern, ich glaube, man tut da grundsätzlich gut daran, wenn man sich an die Systematiken hält, die durchgetestet sind. Das ist auch niemals eine Garantie, dass der einzelne Trade funktioniert, aber es ist auf jeden Fall ein Garant dafür, dass ich auf lange Sicht ganz gut durchkomme und immer wieder die Chancen besser nutze, als wenn ich mich auf Bauchgefühl verlasse. Gehandelt wird ein DAX Long, ein Call von Vontobel. Hebel liegt so ungefähr bei 11. Die WKN lautet VX10BF. Einstieg Market, Stop Loss liegt bei 3 Euro und das Ziel liegt bei 20 Euro. Also damit wir das dimensionieren können. Wir standen im Januar, kurz nach Jahresbeginn, standen wir bei über 22 und wir standen jetzt Anfang Februar, also knapp 3 Wochen her, standen wir bei 19. Also das ist nicht so absurd weit weg, aber klar, der Markt müsste einen Konter auf diesen jüngsten Sell-off vollziehen. Und die Wahrscheinlichkeit dafür ist, wenn wir so einen rapiden Abfall hatten, ist die Wahrscheinlichkeit erhöht. Wenn ich so etwas also einmal mache, ist es natürlich, hat es eine höhere Zufallskomponente, als wenn ich so ein Setup 10, 20 oder 50 oder gar 100 Mal handle. Und letzteres muss das Ziel sein, dass ich also solche Setups immer wieder nutze und nicht sage, okay, ich probiere es jetzt einmal und danach nie wieder, wenn es nicht geklappt hat, sondern es ist klar, wir werden niemals 100% erreichen, niemals auch nur annähernd 100% Trefferquote. Und aber ein Casino hat viel, viel geringere Gewinnvorteile. Und ich glaube, ein Casino-Betreiber zweifelt nicht
eine Sekunde daran, dass er damit Geld verdienen wird. Das sind die Vorteile 52 zu 48 bei einigen Spielen. Das würde wahrscheinlich an der Börse niemand auch nur annähernd anfassen, aber über die Masse der Wiederholung kommt das Casino dazu, dass es ein sehr, sehr profitables Unternehmen ist, weil es diesen Gewinnvorteil einfach sehr konsequent ausspielt. Und genau so muss ich als Trader natürlich denken. Das war's für heute. Ich wünsche einen spannenden und erfolgreichen Handelstag und verabschiede mich bis zum nächsten Technical Trading. Macht's gut. Ciao.